Und jetzt volle Kraft voraus. Das habe ich doch gar nicht gesehen. Das kann nicht sein. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium. Genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Nee, können das war nicht so. Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Oh. Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay. Sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Oh Mann, Rufus. Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Dass er auch da hat in der Rückbank ein Taxi ist. Bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell. Nein, warte noch. Huch. Tja, Kuckuck, Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus. Oh. Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt. Nein, stopp. Los, worauf wartest du? Hab dich. Goal. Ich fasse es einfach nicht. Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Die Männer, vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Ja, es gibt einen Plan. Und es muss alles so bleiben, wie es war. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit! Wir bauen uns einen Raketenschlitten. Wir versuchen, einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Tja, es wird nicht viel... Wir bauen uns einen Raketenschlitten. Es wird nicht viel helfen. Es wird die... Es gibt nur... Hey, das könnte funktionieren. Es gibt nur eine Lösung. Ich suche eine ganze Menge Pappmaschinen in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Kommen wir also zu Plan B. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker Wundertüten. Wunni, 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 Wunder.
Das dazu. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es bleibt so, wie es ist. Es muss so bleiben. Es wird nichts bringen. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich trage einen Raketenrucksack. Wir zögern es doch nur hinaus. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz. Keinen doppelten Boden. Kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also, ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz. Keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Es gibt keinen anderen Plan. Es wird auch keinen anderen geben. Es wird so bleiben. Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wer sagt's denn? Wäre ja auch schön blöd von dir gewesen, hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Und damit kommen wir zum Letzten, was wir machen können. Es ändert nichts. Wir können nichts tun. Wir müssen es so passieren lassen, wie es passiert ist. Das ist die Quintessenz dieses Spiels anscheinend. Es ändert sich nichts. Und wir können noch so unzufrieden mit dem Ende von Deponia 3 sein. Es wird sich nichts ändern. Es wird so bleiben und es wird so passieren, wie es passiert ist. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Rufus. Haut rein! Rufus ist erwachsen geworden. Oh nein. Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie.
Nein. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Was? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zux. Ongo, Bongo, Schnücks. Doppelschnücks. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Zux. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Ja. Das war Deponia Doomsday. Oh, Mann. Das ist so bitter. Aber ich glaube, es ging in diesem Spiel einfach nur darum, du bist unzufrieden mit dem Ende, was Deponia, Goodbye Deponia heraufbeschworen hat und du wolltest es nochmal neu erfinden und es hat nicht funktioniert. Dann kannst du jetzt sehen, was passiert, wenn das, wenn du etwas in dieser Vergangenheit veränderst, um es besser zu machen. Du machst es nicht besser. Du machst es nur schlechter und schlimmer. Und das ist so deprimierend. Es wäre so schön gewesen, aber es hätte so nicht sein sollen und auch nicht gewesen sein sollen, wie auch immer. Du hast recht. Liebes, wie ich sehe. Pimpi. Kraken tief unten am kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Tja. der Clown. Tja. Es ist irgendwie, ja. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch die ganzen Voice Actors, also die ganzen Synchronsprecher all ihren Leuten und ein paar... Ja, Möglichkeiten, wie was passiert sein könnte. Der Guru auf jeden Fall mit seinem Hut. Und ja, das war jetzt Deponia Doomsday. Es ist
ehrlich gesagt ganz schön für mich ziemlich, ja, frustrierend, was passiert ist. Also, ich weiß nicht, was ich jetzt aus diesem Ende halten soll. Was ist hier passiert? Aber ja, auf jeden Fall ist es jetzt so passiert und wir sollten uns nicht beschweren, wie Deponia geendet ist, sondern eher, dass Deponia, also dass Dedelic da nochmal einen vierten Teil rausgehauen hat, der Möglichkeiten gezeigt hat, wie was enden kann. Und dass du nicht gerade immer sehr zufrieden damit sein kannst. Ja, Mensch, Lotti. Tja, und all das ist passiert, wird passieren gewesen sein, wie auch immer. ja, das... Ich würde mal sagen, war's mit Deponia. Goodbye, Deponia. Und hier nochmal das Team von mit allen. Also, und Poki natürlich auch. Und meine Lieben, ja, das war's mit Deponia Doomsday. Wie gesagt, das war's. Die Deponia-Reihe ist komplett. Sie ist fertig. Und ich habe schon ein neues Projekt in Aussicht, was dann quasi ab morgen dann auch starten wird. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, was dann da kommen wird, was ich da geplant habe. Auf jeden Fall würde es auch sehr abgespaced, würde ich es mal nennen. Ja, ich danke euch allen fürs Zuschauen, fürs, dass ihr hier das Ganze mit mir mitgemacht habt. Und wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, nicht mehr Deponia Doomsday Let's Play, sondern ein anderes Projekt von mir. Und ja, mit diesen Worten danke, danke, danke. Und macht's gut. Wir sehen uns.